ich mich zur Nacht verkauf und wie all die anderen Puppen mir die Kerle schöner sauf. Du allein stehst seit einer Stunde unbeteiligt an der Wand. Komm, mein Herz, ich schmeiß eine Runde, wir verjubeln den Verstand. Ich bin die Rinnsteinprinzessin, Gelegenheitsbraut. Küss mir das taube Gefühl von der Haut. Du bist mein Prinz auf dem staubigen Pferd. Morgen ist unser Palast nichts mehr wert. Schön. Komm, wir wollen uns amüsieren. Komm, du hast drei Wünsche frei. Lass uns keine Zeit verlieren. Morgenstund ist schwer wie Blei. Ich bin die Rinnsteinprinzessin. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Wie heißt du? Wie alt bist du? Hi, ich bin Franzi. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Köln. Hey Franzi. Hallo Franzi. Oh. Wir haben uns gerade schon kurz gefragt, wir kennen beide die Nummer nicht, aber du hast dich angehört wie eine Disney-Prinzessin. Du hast so, oh Gott, ich will, dass du wirklich alle Vaiana-Songs singst. Ich will, dass du Elsa singst. Du hast so eine klare, schöne, gefühlvolle, intensive Stimme mit so einer Stärke unten. Das war wirklich ein Klassiker. Es war wirklich toll performt, wirklich toll. Danke. Tolle Auswahl. Ja. Ach, das hatte sowas ganz Schönes, aber auch, es hat mich auch traurig gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ja, hatte, ja es hatte ich auch gerade so ein bisschen, also. Ne, es hatte so eine positive Traurigkeit. Genau, ganz genau. So war es, so ging es mir gegangen. Und du hast was nichts anderes heißt als deine Stimme und wie du das gemacht hast, es hat wahnsinnig viel Emotionen. Ja. Bewegt einfach unglaublich viel. Ja, an. Es hat uns echt berührt und das ist so, es war so glasklar und so leicht und. Und ja, und gleichzeitig hat es mich auch irgendwie ein bisschen traurig, aber genau so muss es wahrscheinlich genau sein. Genau wie im Disney-Film. Ja. Babsi und wir sind die größten Disney-Fans, darum haben wir uns auch umgedreht. Ja, ja. Und du hast es toll beschrieben, weil ja, ich würde dich gerne tolle Soundtracks singen lassen. Ich glaube, das wäre mega geil. Weißt du, die fettesten Soundtracks von dir. Erzähl von dir, was treibst du denn sonst noch so? Ich arbeite im Theater. Ich bin Schauspielerin. Oh, cool. Ja, aber toll. Weil, wirklich toll, weil in meinem Team, ich liebe Allround-Talent. Ich liebe, dass du auch noch mehr anzubieten hast. Du hast die ein bisschen traurig gemacht, mich hast du wirklich glücklich gemacht. Nein, wirklich, ich habe niemanden wie dich in meinem Team. Du bist wirklich eine Rarität und ich würde wahnsinnig gerne mit dir arbeiten. Kannst dich auch gerne jetzt entscheiden, wenn du magst und direkt zu mir ins Team kommen. Also ich mag auch Musical, so ist es nicht. Ja. Total. Ich wollte mal Simba werden, aber ich habe
Ja, unbedingt. Oh, ich will jetzt gleich König sein. Aber ich hab's nie versucht. Und dann ist Tokyo Hotel passiert. Und dann dachte ich, na, will ich die Jungs nicht enttäuschen. Bring ich lieber Monsoon. Ey, also wir würden wahnsinnig gerne mit dir arbeiten. Ich finde, du hast eine ganz einzigartige, glasklare, schöne Stimme. Du wärst bei uns gut aufgehoben. Lieg ganz bei dir, hör auf dein Herz und komm zu uns. All right. Hast du dir vorher schon Gedanken gemacht? Naja, also ich kann ja so sagen, derjenige, zu dem ich eigentlich wollte, hat sich nicht gedreht. Oh, wer war es denn? Ronan. Oh, I'm sorry. No, alles gut. I was enjoying your performance so much. It's beautiful. I'm full. Dankeschön. Ronan und ich, wir schreiben auch immer sehr gerne. Wir haben unsere Nummern, wir tauschen uns gern aus. Bei mir kannst du auch wirklich auch immer wieder mit ihm sprechen und ihn fragen. Geil. Ist gar kein Problem. Ja, das mache ich alles möglich. I'll help. Bitte komm in mein Team. Okay, ich höre auf mein Herz. Und ich gehe zu Bill und Tom. Ja! Shirins Charmoffensive war diesmal umsonst. Willkommen. Franzi macht das Team von Bill und Tom komplett. Die beiden können nicht mehr buzzern. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das so emotional mitnimmt. Gar nicht. Na 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 na. Läuft bei uns! Ey, ich hab gedacht, sie hat zu dir geguckt. Ja, hab ich ehrlich gesagt auch. Ich frage mich dann immer, was ist das dann? Generell, wenn die sich entscheiden, was geht da drin vor? Sympathie, das ist einfach Sympathie. Nein, aber ich habe schon deinen Namen gehört. Wir hatten auch wirklich Blickkontakt. Ja, echt. Ganz intensiv. Das ist krass. Das ist krass, wie die mit unseren Gefühlen spielen. Ja, aber die spielen wirklich doll mit meinen Gefühlen. Ja. Erinnert ihr euch an den von meinen Gefühlen? Fühle.